Moin Leute, neue Runde, neues Glück. Wir fahren mal wieder AMX 50 120 Power. Wir haben einmal Arti und jeweils einen T50 im Gegnerteam als Scout und wir haben dafür AMX 13 und 90, also 13, 75 und 90. Dann schauen wir uns die ganze Sache mal an. Ich stelle mich erstmal hier so ein bisschen in die Büsche rein und versuche hier ein bisschen rumzusnipern. Wenn wir denn hier auch mal gescheite Ziele bekommen, aber irgendwie sieht das noch nicht danach aus. Pappenheimer verteilen sie auch recht gleichmäßig, auch wenn es hier ein bisschen dünner sieht, aber es geht. Der AMX ist schon relativ weit vorn. Darf er bloß nicht schießen. Und erstmal muss er warten, bis die ganzen Leute hier nachkommen. So, da ist die Nervensäge T50 wieder. Ah, kriegen wir den hier rein? Naja, nicht wirklich. Oder? Oh, er kommt vor, er tut uns den Gefallen. Dann warten wir das doch mal ab. Ja, da kommt er. Könnten wir den Turm da vorne treffen? Oh, hat sogar geklappt. Den unten rein. Ja, wo fährt denn der jetzt lang? Ist da irgendwie die kleine Senke da gerade? Oh, der sehe ich schön in der Seite. Einfach mal probiert. Einen haben wir noch. Na, jetzt kann man in Ruhe nachladen. Dauert ja zum Glück nicht so lange. T50, keiner kann dich killen. Das schreibt der gerade in den Chat rein. Ja, irgendwann kriegen wir den schon noch. Na, kommt er. Na, treffe ich ihn? Ich komme gar nicht dazu. Schade. Hat er nicht lang angehalten. Vor allen Dingen von was? Von der Arti. Und die, die ja seit dem Patch schon ein bisschen schlechter ist und den Scout eigentlich noch schlimmer trifft, hat es geschafft. Ja. T50 fail. So, rück mal ein bisschen auf. Ich weiß zwar nicht, warum sie schießen, aber vielleicht sehe ich es gleich. T95 haben wir hier an der Seite, der hält dann noch so ein bisschen was ab. Ein paar andere T9. Tja. Bleibt der da stehen. Kann man den in die Seite schießen? Jetzt dreht er auch nicht. Aber die Seite von... Das war alles nix. Ist aber auch schwierig hier, wenn die da nicht kompletten Panzer zeigen, wo man unten reinschießen kann. Seitlich ist es immer noch kein Problem. Wo ging der denn hin? Na, vielleicht hat es irgendjemand anders abbekommen. Und wir laden mal wieder nach. Immer schön vorsichtig sein, nicht sinnlos waschen. Wir liegen ja schon da 2 zu 4 zurück. Oh, da drüben. Oh, ich würde so gern schießen. Wir kriegen richtig was ab. Na toll. Bis meine Anzeige wieder grün ist, ist er weg. Dafür haben wir hier noch ein paar andere Ziele. Ja, das ist aber auch ganz schön schwer da durch. Sehr schön angewinkelt, da komme ich die Wanne kaum ran, aber vielleicht oben. Die Kommandoluke. Ist natürlich auch so ein Millimeter, den man abdrücken muss. Und der ging ganz daneben. Ich glaube, ich sollte hier aufhören, meine Munition zu verschwenden. Das kostet richtig viel Geld. So, der IS-6 da drüben ist immer noch im Leben. Traut sich so keiner ran so richtig. Sollen wir ein bisschen Spuren machen. Ich glaube nicht, dass die Arti gerade hier hinguckt. Ein bisschen Tarnung aufgebaut. Und ich bin gleich fertig. Oh, sehr schön von der Seite. Toll. Ja los, der muss doch mal da treffen. Verstehe ich nicht. Ist das sonst immer so ein schönes Ziel, der ST1 hier? Oh, was ist denn hier los? So langsam drücken die ja vor. Na, noch mal da oben. Ja, auch wieder für den Arsch. Das sieht nicht gut aus. 4 zu 7.
Und da ist der nächste Panzer platt. So, was haben wir denn jetzt noch? Unsere Arti bei K1. Die Mediums, die da drüben so ein bisschen die Flanke aufklären. Und hier ist so das kleine Pulk, was noch übrig geblieben ist. T95 als Block und wir hinten als Damage Dealer. Ja, jetzt müssen wir. Wollte gerade sagen, müssen wir da immer kriegen. So, probieren wir es ein bisschen weiter zu fahren. Ist immer Risiko, wenn ich zu nah dran fahre. Habe ja jetzt hier nicht wirklich Tarnskills drauf oder ähnliches. So, den da jetzt aber. Kommandoluke. Wie geht der Schuss hin? Ich will da oben hin. Aua. Wir haben sie nicht mal eingekreuzt. Hauptgeschütz beschädigt. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Ist klar. Wenn die Kanone genau ist, dann trifft sie nicht. Wenn es beschädigt ist, dann trifft der letzte Schuss. So wie ich das möchte. Oh, und ich habe sogar überlebt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wo sie doch alle auf mich schießen. Hm. So, das Ding mal reparieren hier. Und weiter aushalten. Solange ich lebe, kann ich noch schießen. Und klar, die zielen natürlich eher mal auf so einen Franzosen, der hell nichts aushält und jeder Schuss garantiert sitzt. Ja, in dem Panzer auf dem Berg ist mittlerweile gestorben. So, und hier sind irgendwie 30.000 Wracks im Weg, wo ich nicht drankomme. Mittlerweile 9:9. Oh, haben sie ja ganz gut wieder nach aufgeholt hier. Mein Gott, hier ist, steht da vorne ganz günstig. Ja, plus das Wrack. Super. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Nicht durch. Tja, weiß auch nicht. Der will nicht. Aber immerhin schon 2 Kills. Plus nicht mehr viel Muni. So, was haben wir denn hier? Toll, jetzt wo ich die Nachladetaste gedrückt habe, haben wir jetzt 2 Ziele. Wobei, das da drüben sehe ich nicht wirklich. Der versteckt sich hinterm Haus und will nicht sterben mit seinen 1500 Leben. Oh, und das ist so herrlich hier. Komm, lad nach. Der brennt. Erwischt. Yeah. Mal schön abgestaubt. Jetzt pushen sie da ganz schön. Das kann man doch gar nicht mehr verlieren hier mit 3 Tier 9. Na komm, traust du dich vor? Ja, krieg ich erstmal eine schöne Granate ab. Naja, nicht so wirklich, ne? Plus Felsen, na gut, da kann man nicht weit kommen. Oh, die kann man sogar auch schon erkennen. Cool. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Ein bisschen hier ein Pünktchen machen. So, auf der Minicard ist die Arti, die ich nicht sehe. Da oben fährt sie. Flüchtet, eine Granate haben wir noch. Die muss sitzen. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Oh, jetzt geht sie doch mal vorwärts. So, 2 Panzer haben wir noch, na gut. Die werden doch gleich auch Geschichte sein. T34. Komm, lad nach. Vorher fahre ich ja nicht los. Der IS da drüben. Ja, der versucht auch noch so lang wie möglich hier am Leben zu bleiben. Tja, Lorraine, da braucht man nicht weinen, schließlich frontal kaum durchzukommen, wenn man nicht gerade irgendwie hinten drüber übers Dach oben drauf trifft. Ja, kriegen wir dich da? Ja, wenn er vorkommt, vielleicht. Ja, toll. Wieder nicht gesehen, ob das geklappt hat. So, ein bisschen Deckung her. Jetzt wird es langsam mal wieder kritisch. Noch einmal den Vorsprung, aber die lösen sich ja alle so nach und nach auf. Das gefällt mir nicht. Der hat
auch nicht mehr viel. Ja, schön. Und dann umrunden wir das Ganze noch so ein bisschen. Wir müssen ja nicht gerade vorwärts quer beim Acker mit unserem paar Leben. So, ein bisschen das Buschwerk nutzen. Ist halt immer die Frage, ob solche Fahrer dann teilweise Fernglas drauf haben oder nicht, auch bei einem schweren Panzer. Kann man das ja ganz gern mal machen. Ich meine, gerade mit dem Pet, wo man auch auf die Entfernung relativ gut trifft. Außer man hat scheiß Durchschlag. Oh, da kann ich ja aufklären, ETF. Nicht schießen, nein, nein. Ich weiß nicht, wie viel Schaden macht denn der. Vermutlich genug, um dass ich sterbe. Hm, dürfte doch eigentlich... Oh, 11 Leben. Nicht mal in Ruhe schreiben kann ich. Ich will nicht sterben. Aber jetzt müsste ich unsichtbar sein, schon längst. Ja, Konkurrent, dann kletter mal auf. Da hältst du bestimmt noch 2 ab. Ach, der ist auch aufgeklärt. Okay, dann hängt der da immer noch ab. Da könnte ich kriegen... Ja, ich glaube, der muss echt ranfahren. Der kommt da nicht mehr raus. Wobei, der kriegt ja auch richtig gut einen ab. Tja, dann hau drauf. Hm. Er probiert's, kommt nicht durch. Ja, was ist los? Die paar Leben würde doch hier platt kriegen. Ne, scheinbar nicht. So, jetzt habe ich mich noch schön verraten, dass ich durch den Cap fahre. Aber das ist auch egal. Ich sehe ja, ob er in meine Richtung guckt oder nicht. Super. Okay, da war ein bisschen mehr Glück wie Verstand dabei. Aber das muss ja auch mal sein. Und ich hätte ja viel mehr XP raushauen können. 3500 Schaden, ja, da hätte ich eigentlich 5.000, 6.000 haben können. Aber was sehe ich denn hier gerade? Ja. Wachposten. Ich glaube, der hat extra abgewartet, dass ich den Krieger hier noch bekomme. Danke sehr, Katschak. Ja, also ich glaube, von diesen 24 Direkttreffern waren vermutlich 15 Bounce oder so. Sehe ich da nicht auch in der Ausbeute. Ist nichts übrig geblieben. Totale Verschwendung von Munition. Naja gut. Aber es hat trotzdem noch gereicht zum Sieg. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Bye bye.